In den letzten Monaten habe ich meine Erfahrung und mein Wissen in Sachen Permakultur bezüglich des Gartens und der naturnahen Anbau von Obst und Gemüse und der schleimfreien Heilkost, der veganen Rohkost und dem Fasten zusammengetragen, habe mir da ein paar Gedanken gemacht, wie ich das so ein bisschen kompakter für euch gestalten kann. Und dabei sind dann zwei verschiedene Kurse daraus entstanden. Einerseits eine 42-Tage-Challenge in Sachen Permakultur und eine 22-Tage-Challenge in Sachen schleimfreier Heilkost, veganen Rohkost und dem Fasten. Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreie Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen. Alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf, bei euch im Garten zu landen. Die beiden Kurse sind so aufgebaut, dass er an jedem Tag in ein anderes Thema eingeführt wird, das zu einem Großen und Ganzen passt. Also als Beispiel bei der Permakultur, dass ihr an einem Tag euch mit der Wildblumenwiese zum Beispiel beschäftigt, wie man die anlegt. Da ist es halt so, dass ich dann ein Audio für euch zur Verfügung stelle mit meinen Erfahrungen, Empfehlungen und meinem Wissen zu dem Thema. Und dann noch, dass alles weiter untermauert wird mit weiteren Texten, weiteren Verzeichnissen zu anderen Webseiten zum Beispiel, wo ihr dann nochmal das genauer nachlesen könnt zum Beispiel oder einen Text von mir, beziehungsweise auch Videos von mir oder auch von anderen Kanälen zum Beispiel, habe ich euch dann speziell ausgesucht, was halt zu einem Thema passt, damit ihr halt dann nochmal weiter euer Wissensnetz ausbreiten könnt und so auch hier weitere Impulse bekommt, wovon ihr auch lernen könnt. Well, that's right. Eines meiner Ziele mit diesen Kursen ist es, dass ihr an jedem Tag so eine Art kleines Paket von mir bekommt, das sozusagen aufarbeitet, damit ihr da immer weiter lernt und ihr auch nicht so überfordert seid mit, dass alles auf einmal kommt, weil Permakultur zum Beispiel ist ja ein sehr großes Thema, auch schleimfreie Herkunft mit Ahren und Eret, was man da alles beachten kann, was auch meine Erfahrungen auch mit einfließt. Und Widerspiegel ist ja ziemlich großes. Ja, ziemlich großer Bereich. Und das, wenn jetzt alles auf einmal kommt, dann überfordert es auch in der Regel sehr viele. Deswegen habe ich das auch für euch alles schön strukturiert, dass ihr noch einfach, wie gesagt, nach eurem Tempo das euch anschauen könnt, aufarbeiten könnt, das auch ein bisschen fühlt dabei, wie ihr euch dabei empfindet, wie es euch gut tut und das einfach in eure Geschwindigkeit sozusagen lernt, weil halt jeder Mensch eine unterschiedliche Auffassungsgabe hat, eine unterschiedliche Lernmethoden und sowas. Und das möchte ich einfach damit euch nochmal so ein bisschen unterstützen mit dieser Strukturierung, dass ihr da einfach viel besser damit klarkommt. Ich? Sie? Nein, doch. Oh. Was mir wichtig ist an diesen Kursen, ist, dass ihr auch selbstverantwortliches und eigenständiges Lernen übt, weil das ist in unserer heutigen Gesellschaft ja ziemliche Mangelware, wie ich finde, weil bei den meisten ist es halt so, da steht da jemand vor der Tafel, schreibt da irgendwas hin, das wird dann irgendwie auswendig gelernt, wird da kaum verstanden und nacharbeiten und sowas, also so wie man es zum Beispiel in der Schule kennt, ist dann wenig Interesse da und dann wird das auch nicht so sauber gemacht. Das ist auch zum Beispiel bei mir in der Schulerfahrung bei Klassenkameraden so gewesen und ich möchte einfach euch damit, ja, wie gesagt, dieses selbstständige und eigenständige Lernen mit an die Hand geben, weil jetzt im Vergleich zum Coaching zum Beispiel bin ich jetzt nicht die ganze Zeit zur Verfügung. Ihr habt halt zum Beispiel die Materialien, ihr habt dann den Zugang auf meiner Webseite, um halt diese Kurse zum Beispiel Tag für Tag anzuschauen. Und dann seid ihr ja dann selbst in der Verantwortung, ihr müsst ja auch diese Kurse nicht in der Reihenfolge machen. Das heißt, ihr schaut euch einfach die Themen an und macht dann das, worauf ihr zum Beispiel Lust habt oder wo ihr noch keine Erfahrung habt. Schaut dann selber, wie viel Zeit ihr am Tag zum Beispiel mitbringt, wie viel Interesse ihr habt, das nach und nachzubereiten, beziehungsweise auch euer eigenes
Gehirnnetzwerk, sage ich mal, die Neuronen, damit ihr besser lernen könnt, zu erweitern. Heißt einfach, wie weit ihr noch tiefer in den Themenbereich nochmal eintaucht, mit euch, mit Freunden austauscht und ähnliches. Wie könnt ihr jetzt die beiden Kurse buchen? Also ihr schreibt mir entweder per Telegram oder eine E-Mail und da einfach auch darin, welchen Kurs ihr denn gerne haben wollt. Dann brauche ich noch eine E-Mail-Adresse, um halt ein Konto auf meiner Webseite für euch anzulegen, damit ich euch Lesezugriffe für die auf privat gestellten Seiten geben kann. Und dann könnt ihr diese ganzen Seiten durchschauen bzw. abarbeiten, und das ist eigentlich ja mehr nicht. Also ihr schreibt mir einfach eine E-Mail und dann auch noch mal eine E-Mail-Adresse, vielleicht auch eine separate, wenn ihr nicht jetzt unbedingt eure Haupt-E-Mail-Adresse nutzen wollt, damit ich da einen Account für euch anlegen kann. Und dann könnt ihr auch die Seiten, die ich im Hintergrund auf privat gestellt habe, damit die halt nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind, macht ja auch wenig Sinn, dass ihr dann da die Kurse euch dann anschauen könnt. Woher kommen Sie? Welche Institutionen sind Sie? Sind Sie ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu einem Geschäft macht, um mich zum Anreiz zu bringen, etwas zu kaufen? So viel dazu, und ich freue mich über jeden, der mein Angebot annehmen möchte, eines der beiden oder auch beide Kurse buchen möchte und von mir und meinen Erfahrungen lernen möchte, beziehungsweise auch selbst seine Entwicklung weiter voranbringen. Und in diesem Zusammenhang, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr dieses Video oder auch meine beiden Kurse in Social Media Plattformen teilt oder Empfehlungen an Freunden und Familie gibt, damit halt ja vielleicht sich noch mehr Interessierte finden, beziehungsweise auch immer mehr Leute auf meinem Projekt und auf meinen Kanal aufmerksam werden. Schätze ich sehr, dass diese Art von Unterstützung, damit der Kanal auch weiter wachsen kann. Und sonst wünsche ich euch noch eine angenehme und schöne Zeit, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.